Also wir brauchen einen Stecker, ein Stück Kabel. Und wir bereiten uns das Kabel lieber vor. Eine Seite. Noch eine Seite. Dann müssen wir den Schirm vorsichtig auseinandernehmen. Können wir dann nachher beide Seiten nehmen. Von links und von rechts sozusagen. So. Dann Feinmotorik. So, wenn die Höhle rauf. Da braucht man auch nicht zu sparsam sein mit dem Zünden, dann hat man es nämlich viel leichter in der Hand. Den Kontakt hier auch ordentlich, da kommt dann die Heiße rein. Kontakte verzinnst du auch, bevor du das Kabel dran machst. Weil dann wirst du gleich sehen, jetzt habe ich das hier schon so schön kurz gemacht. Dann brauche ich das nämlich nur ganz kurz heranhalten, bis es aufgeweicht ist und fertig. Ja, dann spart man sich dieses Verschmuckeln vom Kabel. Dann ist es ein bisschen heiß, muss man einen kleinen Augenblick warten oder. Den braucht man dann auch nur so anwischen. Wenn du das Kabel und den Stecker nicht vorher verzinnt hast, dann dauert das viel länger, weil du warten. Schöne Wort Zugentlastung hier zum Tragen. Wir schaffen uns hier auch schon mal einen schönen Lötkontakt. Eins haben wir ja ohne gelassen, ne? Dass man nachher mal so Tests machen kann.
Kann man auch irgendwas anderes nehmen. Schrumpfschlauch geht gut, wenn man so großen hat. Aber die halten auf jeden Fall länger, wenn man die ein bisschen schützt. Fertig.